Richard, da ist die Frage gekommen, was heißt Heilingen? Wie erklärt man das am besten? Also Freidinger sagt man Heilingerli. Sonst sagt man Heilingi oder Heilinger. Jetzt sagt man Heilingerli. Das heißt eigentlich, da tut man etwas im Stillen oder geheim oder unauffällig. Insgeheim, so kann man sagen. Der tut Heilinge. Das soll man also nicht wissen, da geht aber es soll niemand wissen. Das ist Heilinge. So kann man sagen. Das heißt, das ist nicht rein positiv besetzt. Nein, das ist auch ein wenig missgünstig. Kann man auch sagen. Also, die dann Heilinge. Wenn sie zum Haus wollen, seid ihr dann Heilinge. Ah, ja. Da ist das nicht ganz so aufrichtig. Aber das heißt ja im Grunde dann auf Hochdeutsch hinterrücks. Ja, so, ja. Ja? Ja, so kann man sagen. Ah, Heilinge. Und in Ardingen im Besonderen Heilingerli. Heilingerli. Als Eidinger sagen wir Heilingerli. Jetzt habe ich gedacht, die Ardinger, die hätte das ein bisschen kürzer machen. In dem Fall geht es länger. Was ist eigentlich ein Zier? Ein Zier? Ja. Ist im Bett lieber zu. Es gibt ein paar Sachen, wo ich nicht kennt habe. Zum Beispiel, vor einem Ausgang muss man noch strahlen. Ja, das habe ich auch nicht kennt. Du hast mich noch in der Schleser Schwester. Okay, wo der auch. Das kennst du auch, gell? Ja. Okay, wo auch. Okay. Ja. Ich weiß, wo auch. Meine Mutter hat immer gesagt, ich habe Lateinisch gelernt. Ja. Nene. Ja. Da hat immer gesagt, wenn er los am Moris, packst du die Todes. Ja. Das habe ich dabei verstanden. Ich glaube, das muss ich in der Untertitel noch hineinschreiben. Wenn er los am Moris, packst Drucks bis Todis. Ah, die muss ganz langsam noch gehen. Ja, aber schon richtig lang. Ja, das ist noch nicht mehr hinein. Wie heißt der Spruch? Kommt schnell auf den Gleimai. Also können wir ihn holen. Ja, können wir holen. Die machen nicht einen Rock, der Wisch. Ja, hab ich. Der Pons Curly, wa? Ob ich weiß ich das sonst. Was ist der Zäune? Ein Zäune? Ein alter Spruch, Vordinger, sagen wir mal, ja, man kennt gerade einen, der Greta wäre ein Zäuner. Jetzt, weißt du, Greta, dann weißt du, ein Zäuner. Also, so wie ich weiß, bei den Zäunern, wenn man die Drahtzäune erkennt, also ein Drahtkorb, ein Drahtzäune. Und zum Greta, das ist ein geflochtes Holz. Also, so wie Greta, ein Brietzgreta, ein Holzgreta. Ein Kartoffelgreta. Kein Eitiefelgreta, in Kartoffel, Eitiefel sagt man. Wow, also die das mit denen dreht, die nehmen normal so die Eidäpfel, weil da kein Dreck rausfallen. Und der Korb, der ist ja zu, da soll es auch immer drüber. Jetzt steht es auch noch. Kalber. Die ist 2 Sekunden voraus. Bist deiner Zeit voraus, 2 Sekunden.